die nach 10 Sekunden explodieren sollten. Die aber immer noch irgendwie überleben. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, diese Teile haben so einiges auf den Kasten. Also es gibt zum Beispiel die wo war die da? Die Erosionsschaufel. Die beiden in Kombination sind richtig, richtig geil. Weil, wenn man mal so im Keller ist und minen geht, erstmal, man braucht leider drei dafür, das Ding baut einfach mal hammerschnell ab. Schneller als Diamant, ich glaube zweimal schneller als Diamant oder sowas. Also ich kann hier hinterher gehen. Das macht überhaupt nichts aus. So, dann, das Problem ist, ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, warum das so schnell geht. Adventure, ja, da sieht man es auch noch immer. Es geht sauschnell. Dafür, dass es eigentlich relativ niedriger Materialaufwand ist. Man muss halt dieses Devil's Sign suchen. Und das Ding wird nie kaputt gehen. Oder fast nie. Man hat unten so eine Anzeige, aber die geht gar nicht runter. Also das Ding ist knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob es unendlich ist, aber es ist nah dran, auf jeden Fall. Es wird euch bis an das Lebensende begleiten. So, das Problem ist allerdings, normal, das geht nur zu Stein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Mod sowas hier hat, und davon sau viel, oder allein schon dieses Opalohr und so weiter, funktioniert das dummerweise nicht. Das ist das Problem. Dafür haben wir aber selbst, ich glaube, selbst, genau, selbst bei Erde dauert das so saulange. Dafür haben wir hier die Erosionsschaufel. Die geht, glaube ich, genauso schnell wie eine Eisenschaufel. Allerdings hat die den Vorteil, dass die nichts zurücklässt. Und auch, ich glaube, sogar unendlich kaputtbar ist. So, hier haben wir auch noch ein Schwert, das halt so gut wie unkaputtbar ist. Oh. Naja, nicht ganz. Ich glaube, gegen Zombies oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich guck. Born, nein. Born. So, da. Nehmen wir mal den da. Spawn das mal. Mal gucken, ob das damit geht. Oh. Ja. Also zu den Teilen ist das Ding unendlich. Naja, tödlich. Ja, wir sagen es mal. Und es geht nie kaputt. Also leider nur, wenn man hier irgendwo gegenschlägt. So. Ja. So. Das waren die Sachen aus den Extra Utilities. Scheiße. Das war ein Fehler. Na. Dann haben wir hier... Ach ja, noch ein gewisses Etwas. Set to down. Wir haben hier, falls ihr mal in irgendeine Höhle gehen wollt, eine Sonargoggle. Erster Vorteil ist, das Ding hat automatisch Nachtsicht. Also ihr könnt damit alles sehen. Der zweite Vorteil ist, ab einer gewissen Höhe, ich weiß jetzt nicht mehr wann, oder man muss in der Höhle sein,
Haben wir jetzt mal eben kurz hier eine Höhle parat? Nein, ich habe hier alles weggebombt. Das waren meine Kernreaktoren-Tests. Doch, da. Hier. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Man konnte damit, wenn man in einer Höhle ist oder in einem schmalen Gang, sehen, was dahinter ist. Also man konnte damit Hohlräume erkennen. Ich meine, ja, da kommt es. Also man sieht, dass da unten ein Stein endet, dass das so und so groß ist. Man kann also sehen, wie groß das ganze Teil ist und wann es endet. Oder zum Beispiel beim Eisenvorkommen, glaube ich sogar, genau, sieht man, wie groß das Eisenvorkommen ist. Hier, das ist einfach. Das ist auch einfach. Also es ist schon recht cool, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall nützlich, aber auch manchmal ziemlich, ziemlich verwirrend. Das ist einfach so. Halt. So, als nächstes haben wir die Quantumsachen. Qu Nein. Boah, wie kann ich schreiben? Quantumsachen, also zack, zack, zack und Helm. So, die sind sehr, sehr mächtig. Deshalb dauert das auch so lange, bis man die baut. Ich weiß jetzt leider nicht, wie man die aktivieren kann. Oh. Das Ding ist schon leer. Nehme ich mir das andere. Auf jeden Fall hat die Hose, kann ich auch mal verdeutlichen, dass es nur die Hose ist, den Effekt, dass sie sprinten kann. Also, dass man sprinten kann, ist ja klar. Allerdings kann man mit der 3,4-fachen Geschwindigkeit, glaube ich, sprinten. Und zwar. Hallo? Hose. Muss ich die erstmal aktivieren? Ja, man muss die erstmal aktivieren. Dazu gab es spezielle Controls. Das Deutsch Open. Nein, Configure Railcraft, Vanilla, Damage Indikator, Industrial Craft. Da haben wir es. Hab expand L-Menü. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Site Inventory F1. Ah, Switched Mode Key. Nö. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, dass die das nicht. Hat gerade eben auf jeden Fall auch noch geklappt. Das weiß ich. Ich weiß nur jetzt, warum es nicht jetzt klappt. Habe ich es irgendwie ausgestellt? Einmal ein bisschen nochmal Options gucken. Controls. Industrial Craft. Boost Key, Bottom 4. Gut. Alt Key, L Menü. Dann nehmen wir mal hierfür. Oh. Ja, und dafür Bottom 4. Gut.
Und dafür nehmen wir mal Button 3, einfach nur so. Und hallo? Okay. Scheinbar funktioniert das gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das jetzt euch nicht zeigen kann. Aber normalerweise hat man dann hier die dreieinhalbfache Geschwindigkeit und genauso mit den Boot of a Traveler. Oder Traveler's Boot. Steel Leaf. Ach. Runic Boot of a Traveler. Mit denen läuft man auf jeden Fall schneller. Man kann höher. Nein, man kann nicht höher springen. Doch, man kann höher springen. Also. Und man läuft. Also, ich drücke jetzt nur die Taste. Man läuft einen Block hoch. Also, das war damals zu Zeiten vor 1.6 nicht so. Es ist aber auf jeden Fall cool, dass man jetzt damit springen kann. Tut mir leid, aber ich weiß jetzt nicht, warum das mit dem Jetpack nicht funktioniert. Auf jeden Fall, die Teile sind ziemlich geil, wenn man jetzt weiß, wie das mit dem Industrial Craft und so weiter geht. Dummerweise weiß ich es gerade nicht. Schade. Ein anderer super Mod, finde ich. Vor allen Dingen fürs Speichern ist Applied Analytics. Ja. Das hier sind die ganzen Mods davon. Oder die ganzen Blöcke. Und da gibt es jetzt.